Also zur weiteren Folge vom Pure Farming, immer noch am Bewässern und habe ich gerade rausgelassen. Eine kleine 5 Minuten Pause habe ich auch hinter mir. Wollen wir mal Aufnahme Nummer 4 starten. Danach werde ich noch eine machen. Dann ist aber wirklich mal Schluss damit. Da habe ich 4 Videos aufgenommen jetzt in Reihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5 Videos aufgenommen. Das reicht dann erstmal jetzt bis Samstag. Oder eins kommt. Ja, ja, das reicht bis Samstag. So, eine Bahn noch. Hoffe ich zumindest, dass es reicht für eine Bahn. Mal kurz schauen. Reicht nicht ganz. Ein Streifen bleibt übrig, aber egal. Der Rest kann das Wetter machen, oder den Rest kann das Wetter machen. So, fertig. So, sowas kann man ja mal hier abstellen. Noch habe ich ja keine Gewächshäuser oder sowas, die Wasser benötigen. Auch schön rückwärts fahren, am besten nichts anstoßen, was hinter mir steht. Falls hinter mir was steht. Abgesehen von der Bahn, wo ich gerade entgegengefahren bin. So, hier unten ließen eben jetzt eine, diesmal drei, diesmal Erntewarnung, Planung, Mitarbeiter. Das soll ja nicht funktionieren auf der Tutorial-Karte, weil ich das gelesen habe im Forum, das heißt, das soll ja dann auf ja, das soll ja gestern gekommen sein. Aber wie gesagt, es ist fünfmal hintereinander aufgenommen worden. Also wird es dann erst ab Sonntag soweit sein, dass man hier auch den Helfer sehen kann, bei mir zumindest. Aber gut. Jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit für die anderen Dinge hier. Wenn man ein eigenes Haus hat, muss man eh viel Arbeit reinstecken. Also transportieren zur Kornkammer. Entweder muss ich es ernten. Dann ja auch dabei auf die Ente warten. Oder da ist wirklich schon was da drin. Wir müssen einen Silo-Füllstand sehen. Statistiken oder sowas. Felder. Wirtschaftlichkeit niedrig. Phase unbesät. Feld Nummer 3 ist das. Effizienz. Aha. Minus 13.000 monatlicher Profit. Schön, dass man hier alles aufgelistet bekommt. Exotische Kulturen. Bestimmt das, was man da aus den anderen Ländern importieren kann. Aber ich sehe nirgendwo eine Statistik, was ich schon alles habe verkaufen. Na gut, das ist wahrscheinlich das, was ich da nur eingeladen hatte. Kartoffeln, Paprikaschoten, Tomaten, Kohlköpfe, Pflaumen, Äpfel, Birnen. Gibt auch Pflaumen? Ich habe jetzt noch keine Pflaumenplantage gesehen oder sowas. Naja. Also gelagert ist nichts, dann müssen wir dann wohl warten, bis die Ernte reif ist. Dann abernten und zur Kornkammer transportieren. Und der Drescher steht da drüben mit dem Schneidwerk angeschlossen. Passt. Da steht mal ein Pickup. Schön. Dann leitet wieder die Tür zu. Dann müssen wir mal einen Anhänger. Da müsste da eigentlich auch hier irgendwo. Den. Ah. Nein, das ist die Spritze. Ah, nein, da steht dort oben. Was ist das da? Ah, mein LKW. Und sogar eine Mission dort oben. Motor gut, alles gut. Das bedeutet, dass man den wahrscheinlich dann operieren darf.
Wobei, könnte ich eigentlich jetzt machen in der Zeit, wo ich hätten warte. Ich lasse es mal vorschwimmen, bis es wieder Tag ist. Dann kann man ja mal ein paar Missionen machen. Zumindest die eine da oben, wo der LKW rumsteht, kann ich auch gleich den anderen ja mit runternehmen zur Ernte. Wäre doch mal eine Idee. Ja, möchte ich vorspulen. Wenn es ein bisschen hell ist. In der Hoffnung, dass das Feld nicht gleich erntereif wird. Das dauert ja immer so 2, 3 Tage. Das ist Feld Nummer 3. Schade, dass man hier nirgendwo sehen kann, wie weit das Feld ist. Feld Nummer 1 mal 2 Tage. Sind das die 2 Tage, die das Feld noch braucht zum Wachsen, oder sind das nur 2 Tage, die schon alt ist? Von der Textur her vom Weiten würde ich sagen, das Feld ist noch nicht gereift. Kann ich die Mission da oben machen. In der Zeit. Ja, ist noch nicht reif zur Ernte. Feld Nummer 3 war ja nichts, weil ich ja da nichts eingebaut habe. Ja, fahren wir mal da hoch. Machen wir die Mission da oben. So, wenn ich mich nicht verfahre. Und da mal den Wegpunkt hin, Taste E. Nehmen wir mal den Anhänger mit hier runter. Ach schon, hier da muss ich sehen. Irren ist menschlich. Jemand einen Saphir sieht, Bescheid sagen. Sehe ich noch keinen hier, außer den Zaun da. $200.000 für 100 Saphire. Kleine Anspielung auf L17. So, da ist die Plantage, wo ich mal gearbeitet habe, mit der Spritze. Die momentan auch nicht benötigt. Ich habe ja auch keine eigene Plantage. Was würdest du denn kosten? 45.000 habe ich nicht. Den Saphir habe ich ja aufgehoben in einem der anderen Folgen. Jetzt mein Anhänger, den habe ich schon vermisst. Mit, nicht dass du wieder hier oben stehen bleibst und du wirst benötigt nachher, wenn die Ernte eingeholt wird. Und irgendwo hinter dem Gebäude soll es eine Mission geben. Da steht der LKW und da steht auch die Mission. So, kurz stehen bleiben. Was möchtest du von mir? Steige in den LKW, erreiche bestimmte Punkte. Ah ja. Steige in den LKW, erreiche Punkt 1. Ja, Punkt 1 ist dort noch der Straße. Schöner DHF. Schön, dass die ganzen Lizenzmarken bekommen haben. So, erreiche Punkt 2. Punkt 3. Ist das jetzt so eine Art Test, wie ich mit dem LKW fahre oder was?
Ja, aber gute Bremsen, ey. Wenn man die so da schon richtig hört. Ich dachte, ich hätte Punkt 3 erreicht. Ah, gut. So, erreiche Punkt 4. Aber die Bremsen hat man echt gehört. Fehlt nur die Bremsspur hier auf der Straße. Mal ein bisschen mittig fahren. Nicht, dass ich dann wieder auf die Bremse treten muss. Wie viele Punkte muss ich denn noch erreichen hier? Einmal quer auf die Karte fahren. Gibt es einen Stau? Das kommt davon, wenn du mich anhubst. Selbst schuld. Wieder mal vorbei. Schlimm mit den ganzen KI-Verkehren hier. Da gab es einen kleinen Rotler. Da gab es auch wieder einen kleinen. Da sieht man zumindest mal die spielbare Karte anfangs. Ja, noch nicht so groß. Einmal schön durchs Dörfchen. Oder durch die Stadt. Na, soll ich jetzt den ganzen Weg zurückfahren oder gibt es da irgendwo einen anderen Weg? Kurz gucken. Ganz mit zurückfahren. Gut. Wenn das Spiel das so möchte. Machen wir den ganzen Weg zurück. Aber mit Abkürzung ist nicht so lange dauert. Ein bisschen die Geländetauglichkeit des LKWs testen. Aber er ist sich gut fahren, besser zu mancher Traktor. Also man übertreibt es mal wieder mit den BASD-Tasten. Böses Auto da draußen. Ist der Hund weg, kommen die Autos. Bremsen sind echt genial. So, abgeschlossen. Wie? Darf ich ihn nicht behalten? Schade. Na gut, da bin ich noch kein Anhänger dafür. E-Mails. Eine neue. 10.000 bekommen. Behält der Verkäufer seinen Kunden. Dafür erhältst du 10.000 Euro anschließend an. Scheinend behält der Verkäufer seinen Kunden. Ah. Aha. Trotzdem ich jetzt meinen Anhänger mit. Schade, ich dachte, ich hätte den LKW jetzt behalten dürfen. Oh ja.
Ist hier noch ein bisschen zu früh dafür, sich einen LKW anzuschaffen und damit große Transporte zu machen. Aber du kommst mit runter. Eine Mission gibt es ja noch oben am Rand, habe ich ja vorhin gesehen. Bei der Tankstelle. Das ist mal wieder ungewöhnlich, dass der LKW so schnell fährt und der Traktor so langsam ist. Es gibt ja auch größere Traktoren, die vielleicht ein bisschen schneller fahren können, die auch ein bisschen mehr Motorleistung haben. Mal schauen, ob ich mir die DLCs der mit den zwei Traktoren und dem einen Mähdrescher hole. Jedenfalls will ich mal schauen, was hier für die nächste Zeit alles geplant ist. Und wie gesagt, für eine USA-Map, kein Mais. Ah. Weiß nicht. Dabei gehört Mais auf die USA. So, stellen wir dich hier ab. So, stellen wir uns hier hin. So, eine Folge will ich jetzt noch aufnehmen. Die kommt dann auch am Samstag, beziehungsweise nachher dann. Dann haben wir die Aufnahmesession beendet. 5 Videos reichen erstmal für den Anfang. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.